Stille Nacht, O Tannenbaum, diese Weihnachtsklassiker dürften es dieses Jahr bei den Kiddies schwer haben. Die singen lieber Coming Home for Christmas. Die Benaroo-Weihnachtshymne steigt einen Platz auf die 8. Schreit, bis es wehtut. Mit diesen Worten eröffnete Bill Kaulitz die Konzerte von Tokyo Hotel. Für die dazugehörige Single geht es diese Woche 2 Plätze abwärts, von der 5 auf die 7. Pritesh Hirji, Kopf von Matterfix, wuchs in einem rauen Stadtteil von London auf und hat deshalb viel zu erzählen über das Großstadtleben. Big City Life fällt von der 6 auf die 7. Keine Spur von Verschleißerscheinung. Obwohl die Black Eyed Peas jetzt ein Jahr lang nonstop unterwegs sind, haben sie gerade mit einer energiegeladenen Deutschlandtour begeistert. My Humps steigt weiter auf die 5. In den UK-Charts haben die Sugar Babes dieses Jahr gute Chancen auf die prestigeträchtige Weihnachtsnummer 1. Bei uns stehen sie wie in der Vorwoche auf Platz 4 mit Push the Button. Melanie C. ist ein großer Fußballfan. Ihr Label Red Girl Records hat sie natürlich nach den Farben ihres Lieblingsclubs Liverpool benannt. First Day of My Life behält Platz 3. Schützenhilfe für Deutschlands Pöbel-Rapper Xavier Naidoo hat sich gegen eine Zensur der Platten von Sido und Co. ausgesprochen. Dieser Weg bekommt wie in der Vorwoche Platz 2. Wirst du dir einig sein, doch dieses Leben bietet so viel mehr. Nummer 1 in den Albumcharts. Bei den Singles reicht es aber leider zum 4. Mal in Folge nur für Platz 2 für Xavier Naidoo. Und wer ihm da die Tour vermasselt hat, das seht ihr gleich nach der Pause.